alternative Proteine. Wie ernähren wir uns in Zukunft? Von veganen Fleischalternativen bis hin zur Nutzung von Technologien wie Präzisionsfermentation und Zellkultivierung zur Herstellung von Lebensmitteln. Darüber sprechen wir. Hallo zusammen. Wir sind hier in der schönen Schweiz in der Nähe vom Zürichsee. Und was die Fermentation mit dieser Schweizer Schokolade zu tun hat, das zeigen wir euch hier drin. Lebensmittel aus gezüchteten Zellkulturen werden als eine mögliche zukünftige Alternative zu solchen aus herkömmlicher Produktion gehandelt. Warum ist das so? Tierische Lebensmittel hinterlassen bei ihrer Produktion einen großen ökologischen Fußabdruck. Aber auch pflanzliche Rohstoffe wie etwa Kakao oder Kaffee verbrauchen viele Ressourcen, bis sie überhaupt als Grundstoff in der Lebensmittelproduktion zum Einsatz kommen. Die Pflanzen benötigen bis zur Fruchternte mehrere Jahre Wachstum. Sie wachsen nur in bestimmten tropischen Gebieten und reagieren sehr empfindlich auf die Auswirkungen des Klimawandels. Hier setzt Food Brewer an. Ein Schweizer New Food Startup mit Sitz in Horgen nahe Zürich. Food Brewer nutzt bewährte Fermentationskonzepte aus der Brauindustrie, um pflanzliche Nahrungsmittel und Nahrungsmittelzutaten nachhaltig herzustellen. Ja, hallo zusammen. Heute sind wir bei der Firma Food Brewer, die sich zum Ziel gesetzt hat, Schokolade oder Kakao zu brauen. Bei mir ist der Thierry. Was ist das Ziel von euch, vom Food Brewer, beim Schokolade- oder Kakaobrauen? Wir sind hier in der Schweiz und Schweizer essen viel Schokolade. Und unser Ziel jetzt ist eigentlich, die Schokolade nachhaltiger zu produzieren. Das bedeutet für uns einerseits, wir brauchen weniger Pestizide bzw. gar keine Pestizide. Wir können aber auch lokal produzieren. Also wir müssen nicht in weit entfernte Länder, um unsere Rohstoffe zu kaufen, sondern wir können es wirklich hier lokal produzieren und dies auch in einer Qualität, die wir einerseits steuern können und wo wir aber eben auch nicht abhängig sind von verschiedenen Umweltfaktoren, die durchaus wetterbedingt oder durch den Klimawandel immer wie größer werden auf die Schokoladenproduktion. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Also wie kriegt ihr jetzt den Kakao in einem Tank produziert? Der Weg startet eigentlich wie bei, ich sage jetzt mal, einer normalen Kakaofarm auch. Also wir starten mit der Bohne, mit dem Samen der Kakaofrucht. Und auch in der Schokoladenproduktion wird ja diese Kakaobohne, also der Samen, verwendet. Und wir nehmen jetzt einer dieser Samen. Wir sehen hier gerade die Kakaofrucht, also die ganze Frucht. Da sind die Samen auch drin. Und wir können eine sogenannte Biopsie, also wir entnehmen einige Zellen aus dieser Kakaobohne und können die dann über mehrere Schritte, wir übertragen die auf Nährstofflösungen. Am Anfang, da sind wir noch in der Petrischale, das ist ein festes Nährmedium, wo dann die Zellen, die wir vorher aus Biopsie von der Bohne entnommen haben, können wir hier im festen Nährmedium wachsen lassen. Nach einer gewissen Zeit, wenn sich die Zellen daran gewöhnt haben, dass sie eben nicht mehr in der Bohne wachsen, sondern einzeln, werden sie dann in eine flüssige Nährlösung übertragen. Und ab diesem Moment eigentlich sind wir bereit, um immer wie größere Voluminas zu kultivieren, wo wir dann irgendwann auch im 50 Liter, den wir hier hinter uns sehen, oder auch später im 500 Liter und natürlich immer wie größer, dann die Zellen kultivieren können. Und so unser Schokoladenpulver eigentlich produzieren. Das ist ja super spannend. Das bedeutet, in der Flasche jetzt hier oder in der Petrischale oder später auch in den größeren Reaktoren, da wächst jetzt tatsächlich die originale Zelle der Kakaobohne an. Genau, richtig. Also normalerweise würde man die ganze Kakaobaum, sage ich jetzt mal, züchten. Man würde viel Holz produzieren, man hat auch Blätter. Was wir machen, wir produzieren eigentlich wirklich ausschließlich die Bohnen oder zumindest besser gesagt die Zellen der Bohnen. Und man muss sich jetzt nicht so vorstellen, dass da Bohnen rauskommen am Schluss vom Prozess, sondern kommt wirklich eigentlich das fertige Kakaopulver raus, da die Zellen halt nicht mehr im Verbund, also zusammengeklebt wachsen, sondern sie wachsen einzeln und werden dann im Rührgefäß da durchmischt und so mit
Medium versorgt. Und du hast gerade davon gesprochen, Nährmedium. Was brauchen jetzt die Zellen, damit sie wachsen können? Es wird ja wahrscheinlich nicht einfach nur Wasser sein. Genau, es ist prinzipiell hauptsächlich Wasser, aber genau, es ist nicht nur Wasser. Also wir haben da auch Nährstoffe drin. Das sind nicht viele unterschiedliche Nährstoffe, das ist vor allem Zucker, normalen Haushaltszucker, wie wir ihn zu Hause haben. Und diesen Zucker verstoffwechseln die Zellen und können dadurch wachsen. Zusätzlich brauchen sie auch noch verschiedene Salze oder Mineralstoffe, gleich wie sie auch in der Erde oder im Boden, wo die Pflanzen normalerweise wachsen würden, vorhanden sind. Ja, und wie das Ganze dann im größeren Maßstab ausschaut, das schauen wir uns jetzt gleich an. Nachdem wir jetzt den Fermentationsprozess im Labor uns angeschaut haben und gesehen haben, wie der Kakao biotechnologisch hergestellt wird, sind wir jetzt mit Klaus Kienle hier in der Pilotanlage, um den nächsten Skalierungsschritt zu machen. Klaus, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, uns heute hier ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Die Pilotanlage, 500 Liter Maßstab, kannst du kurz über eure Ziele sprechen, warum ihr euch jetzt entschieden habt, eben eine Nummer größer zu gehen und aus dem Labor rauszugehen? Wir wollen, also Nummer eins Ziel ist wirklich einen Food-Maßstab zu produzieren. Im Food, wie wir alle wissen, beim Lebensmittelbereich brauchen wir einen ganz anderen Maßstab als in der pharmazeutischen Biotechnologie. Das sind ganz andere Volumina. Daher ist es von uns wichtig, schnell auf ein System zu gehen, das skalierbar ist für einen späteren Prozess, der dann wirklich bei 50.000 Liter oder mehr gemacht werden kann. Und daher ist für uns die 500 Liter das perfekte Pilotmaßstab, da wir eine sehr gute Skalierbarkeit haben von einem Stahlsystem zum späteren Produktionsmaßstab. Unser Bioreaktoransatz, den wir euch jetzt hier geliefert haben, ist ja ein bisschen anders als die State-of-the-Art-Technologie. Wir haben hier ein Rohr-in-Rohr-System, was den Tankinhalt umwälzt. Wir können auch einen Fat-Batch-Prozess fahren, wir können unseren semi-kontinuierlichen Prozess darin fahren und wir sind sehr share-sensitiv, wenn wir das vergleichen mit einem Rührer, der sehr hohe Tip-Speeds bekommt. Plus, wir haben dann wirklich den Vorteil auch, wenn wir auf die ganz, ganz großen Tanks denken, bei 50.000 Liter, 100.000 oder mehr, dass wir keinen vibrierenden großen Impeller, mehrere Impeller drin haben, sozusagen eine Energieersparnis. Das hat uns sehr interessiert und ja, jetzt da hat es sehr gut geklappt, auch im 500 Liter. Wir haben hier in der Anlage verschiedene Sensorik auch verbaut. Welche Sensoren sind für euch wichtig? Also welche Parameter müsst ihr während der Fermentation messen, die wir jetzt hier verbaut haben? Also wir messen gelöst Sauerstoff, Temperatur, pH und Konduktivität. Ja. pH, gelöst Sauerstoff und Temperatur sind allerdings die allerwichtigsten für uns. Super. Und das ganze System ist jetzt ja auch so aufgebaut, dass wir es weiter skalieren können. Das heißt, wir haben eine Prozessleittechnik zumindest in einer sehr abgespeckten Form aktuell eingebaut, die wir aber auch dann im Prinzip, wenn ihr wollt, erweitern können auf verschiedene Systeme oder auch auf anderes OEM-Equipment, um dann eine gesamte Prozessleittechnik ja, mit zu integrieren in das ganze System, um euch auch die manuelle Arbeit dann ein wenig langfristig abzunehmen im ganzen System. Genau, wir sind hier noch, wie vereinbart mit uns, etwas manuell, da wir auch noch selber etwas ausprobieren wollen, optimisieren wollen. Und wenn wir den Prozess jetzt fertig finalisiert haben, dann können wir auf 50.000 Liter gehen und vollautomatisch, low manpower, so wenig wie möglich, alles automatisiert realisieren. Ja, wenn wir uns jetzt unser System im Detail mal anschauen, wir haben hier den Zirkulationsloop, in dem wir unsere Flüssigkeit aus dem Bioreaktor zirkulieren können. Wir haben drei verschiedene Ventilsitze bzw. Anschlüsse am Tank, die sowohl saugseitig über die drei Ventile rechts an der Pumpe angeschlossen werden können oder auch druckseitig an der Pumpe angeschlossen werden können. Erlaubt uns dadurch eine Zirkulation im Tank zu erreichen, die entweder von oben nach unten geschieht oder von unten nach oben, je nachdem, wo wir einbringen oder auch die Flüssigkeit entnehmen. Zusätzlich durch diesen mittleren Anschluss haben wir auch die Möglichkeit, nur Teilmengen in beide Richtungen zu zirkulieren oder eine Sedimentation in dem ganzen System zu forcieren. Was wir jetzt noch nicht gezeigt haben, ist die Anwendung der Sparger-Leitung, also die Belüftung in dem ganzen System. Die passiert hier von unten in den Tank rein, aber wie du gesagt hast, auch hier hätten wir die Flexibilität, es auch in den Loop einzublasen, die Luft, um zu schauen, ob sich da einfach die Verteilung der Luft im System verbessert und erhöht, weil eure Pflanzen doch auch einen relativ hohen Sauerstoffbedarf haben.
Ja, wir hoffen uns eigentlich ist ziemlich viel, dass wir aus dem Loop einen deutlich besseren Sauerstoffeintrag haben, weil wir eine Begasung im Loop haben. Hier zum Beispiel an der Sensor können wir das austauschen und bauen uns die Begasungsstelle hier direkt hin. Dann haben wir eine längere Verweilzeit, eine bessere Oxygen Transfer Rate. Und somit brauchen wir viel weniger Luft. Wir haben viel weniger Probleme mit der Abluft, der Zuluftzufuhr. Und es ist viel besser skalierbar, weil alles weniger gebraucht wird. Da freuen wir uns darauf, das mal richtig auszutesten. Dann vielen Dank, Klaus, für die kurze Einführung in unser System. Hat mich gefreut, dass wir hier sein dürfen. Hat mich gefreut, dass wir zusammenarbeiten. Und so viel zum Thema Steinecker Bioreaktor hier von uns. Vielen Dank. Ba-ba-ba-da-da.